Willkommen bei Auf zwei Perlen und heute geht es um, leider nicht um Star Wars, aber schon relativ nah dran, um die italienische Science-Fiction-Produktion Star Crash von 1978. Der Film geht im Original 97 Minuten, auf Super 8 kam er dann im Herbst 1979 raus, auf zwei Super 8 Rollen a 17 Minuten. Das heißt, der hat eine Gesamtlänge von 34 Minuten. Und das bedeutet, der Sammler damals hat, um diesen Film sich ins Regal stellen zu können, 300 D-Mark auf den Tisch legen müssen. Und angeblich war der sogar relativ häufig verkauft. Der Film klaut hemmungslos bei Star Wars und bei Filmen von Ray Harryhausen. Das heißt, wir sehen da auch spektakulär schlecht gemachte Stop-Motion-Animationen. Das Budget lag bei 4 Millionen US-Dollar. Und wir haben auch einen sehr schönen Auftritt von I've Been Looking for Freedom, David Hasselhoff. Die Filmmusik stammt von einem erstaunlich guten Filmkomponisten, nämlich John Barry. Wobei es Gerüchte gibt, dass die Filmemacher, nachdem der Film dann fertig war, versucht haben, John Barry davon abzuhalten, das fertige Produkt zu sehen, weil sie Angst hatten, er würde seinen Namen zurückziehen. Worum geht's? Dazu lese ich jetzt einfach mal die Inhaltsangabe von dieser ersten Super 8-Rolle durch vor. Im tiefen Weltall lebt auf einem geheimnisvollen Stern der böse Count Zarkan. Zarkan versucht mit allen Mitteln, die Herrschaft im All an sich zu reißen. Der Emperor, der Beherrscher des Raums, gibt den beiden Weltraumpiloten Stellastar und Acton den Auftrag, den Stern des Count Zarkan zu finden und zu zerstören. Eine frühere Expedition gegen den Count Zarkan ist verschwunden, wahrscheinlich tot. Stellastar und Acton zusammen mit ihrem Roboter, einem lustigen Gesellen, fliegen los und bei ihrer langen Reise durchs Weltall erleben sie die aufregendsten und unglaublichsten Abenteuer. Doch den Stern des Count Zarkan können sie nicht finden. So, das ist jetzt die Zusammenfassung dieser ersten Super 8-Film-Rolle. Die zweite kann man sich checken, da kann man sich schon denken, wie es da weitergeht. Die Super 8-Kopie selbst, da muss man sagen, die erste Rolle ist eigentlich von den Farben noch ganz nett. Die zweite hat leider schon einen recht offensichtlichen Rotstich. Ton ist gut, Schnitt ist sehr schön. Der Film ist sehr schräg, sehr unterhaltsam und vor allen Dingen ist er ziemlich lustig. Und bevor ich jetzt mich noch weiter über den Film auslasse, würde ich mich an der Stelle verabschieden und wir gucken noch ein paar Ausschnitte. Von daher, Film ab. Leiter an Raumschiff. Wir landen jetzt. Verstanden, Ende. Mein Sicherheitsgurt klemmt. Sieh dir das an. Ungeheuer, wie es die in die Erde gerammt hat. Sehen wir uns mal um. Was ist das? Ich weiß nicht. Sieht mir nach planetarischem Kunstgewerbe aus. Auf jeden Fall ist es antik. Das war wohl mal sowas wie ein Laserspeer. Dieser Planet ist bewohnt. Wir müssen vorsichtig sein. Hier herrscht der böse Count. Wächterin! Du musst mich rächen! Töte die Fremden!